Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und wir müssen dringend aufklären zwischen diesen drei Sägen. Wir haben hier die TS55R, die TS55F und die TS60K. Warum die Buchstaben so wichtig sind, da kommen wir gleich zu. Eine Sache ist wichtig, alles ist im Markt noch erhältlich, aber du musst wissen, was ist die richtige Säge für dich? Die hier, das ist relativ simpel, aber warum es die ist, dazu kommen wir nachher. Denn diese Säge hier hat 60%, ich sage sogar 70% mehr Leistung als die beiden und das müssen wir uns genau anschauen und alle Unterschiede in diesem Video. Die Königsklasse der Säge ist für mich ja sowieso die Tauchsäge, das wisst ihr. Aber momentan ist es bei Festool richtig schwer, so die Säge zu kaufen, die für einen selbst am besten passt. Zumindest geht man auf die Seite und man guckt aber auf irgendwelche Shoppingportale, sagt Festool Tauchsäge und da findet man so viele verschiedene Sägen, das ist der Hammer. Und es sind im Wesentlichen vier verschiedene Sägen. Es ist die TS55R, F, TS60 und die TS75. Die haben wir jetzt mal rausgenommen, weil TS75 ist so ein riesengroßer Klotz. Auch nicht mehr so modern, finde ich. Aber 75 mm Schnitttiefe nochmal, dann kommen wir später her. Aber gerade im Bereich 55, 60 mm Schnitttiefe sind das die drei Geräte, die momentan sehr häufig vorhanden sind. Und es war vor kurzem so, und dieses Video soll wirklich dazu dienen, damit du genau alle Unterschiede, Feinheiten zwischen den verschiedenen Sägen kennst. Und deswegen gucken wir uns auch alle Feinheiten zwischen diesen drei Sägen an. Und auch, was ist genau der Unterschied und wie hat Festool sich auch evolutioniert zwischen den Sägen? Denn das, was du bei Festool immer hast, ist, die Geräte werden immer Stück für Stück für Stück verbessert. Ganz häufig habe ich schon gehört, ja, das Gerät ist ja schon 15 Jahre auf dem Markt, ist veraltet. Nee. Festool ist eine sehr zurückhaltende Firma bei vielen Sachen und evolutioniert ganz kleine Sachen, immer ein bisschen hier, bisschen da und schreibt das auch gar nicht groß ran. Und sagt nicht, so, jetzt haben wir eine neue Säge. Und wir sagen, guck mal hier, der Schalter ist ein bisschen besser, das ist das hier, so Kleinigkeiten. Und schieben das einfach in die aktuelle Produktion mit rein und das merkt man erstmal gar nicht. Was sie aber gemacht haben, ist Folgendes. Und jetzt können wir auch mal vorne anfangen. Ganz kurz zur Historie dieser drei Sägen. Diese Säge, die TS55R, REBQ, die TS55R, das hier ist eigentlich so eine der Legenden unter den Tauchsägen. Viele, viele Jahre war das die Säge, TS55R, also wirklich viele Jahre. Und die wurde gefühlt millionenfach verkauft. Eine mega gute Säge. Ja, mega gute Säge, so wie viele sie haben wollten. Und in vielen Videos habe ich sie auch schon besprochen. Brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Kurz dann, also vor kurzem, also im Werkzeugzeitalter vor kurzem, ich glaube, es ist anderthalb Jahre her, kam die F Master Edition raus. Das war einfach nur die R, schon mal vorbereitet in der Evolution hin zur 66. Hier sind einige Dinge anders. Was genau anders ist, besprechen wir gleich. Aber auch wieder 55 mm Schnitttiefe, aber schon mal an vielen Stellen ein bisschen hier, bisschen da anders. Deutlich besser auch nochmal als die R-Serie. Das war die F. Ja, ist ja nicht umsonst Master Edition. Das war die letzte Edition der TS55. Und letztes Jahr, Ende letzten Jahres, kam die 60er raus. Und die 60er war so ein richtiges so Boom, was ist hier los? Ein riesengroßer Paukenschlag. Wir haben hier eine komplett neu konstruierte Säge, komplett alles neu gemacht, alles verbessert, Evolution nochmal auf die Spitze getrieben. Nicht übertrieben viel neu gemacht, sondern wirklich das, was du brauchst, wurde an dieser Säge geändert und deswegen ist das hier so das der neue Gipfel der Tauchsägen von Festool, die TS60. Und jetzt machen wir Folgendes, wir gehen jetzt Detail für Detail durch, damit du am Ende merkst, dass das hier die ultimative Säge ist. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich möchte keinen langen Cliffhanger aufbauen, dass die 60er die beste Säge ist. Sie ist die beste und das wird auch das ganze Video über so bleiben. Wenn du einfach nur sagst, welche soll ich kaufen, 60er, dann kannst du es auch ausmachen. Wenn du aber wissen willst, warum das wirklich die beste ist, dann guck dir das Video mal an, denn jeder Punkt einzeln ist nochmal so ein Wow, was ist denn hier alles los? Aber fangen wir vorne an. Als es die F Master Edition gab, und das ist zu der hier auch gleich, wurde ein neues Sägeblatt eingeführt. Und das gucken wir uns mal kurz an. Es ist so. Gut, Moment. So, es ist so, dass die Sägeblätter von euch aus gesehen recht identisch aussehen. Also hier sind weniger Zähne, da sind mehr Zähne. Aber schauen wir mal hier. Es ist so, dass dieses Sägeblatt hier, das Sägeblatt, hat eine Dicke von 2,2 mm, dieses Blatt von 1,8 mm. Das heißt also, von der
55R zu 55F sind wir 0,4 mm dünner geworden. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an. Festool spricht aber davon, dass diese Säge hier, dass sowohl die als auch die, doppelt so schnell durchs Material gehen. Weil auch die 60er hat auch ein 0,4 mm dünneres Sägeblatt. Das heißt also auch aufpassen beim Sägeblattkauf. Das hier sind andere Sägeblätter als diese hier. Das heißt, hier hast du das 1,8 mm Sägeblatt. Und ob das doppelt so schnell ist, das kann ich nicht sagen. Aber man hat deutlich das Gefühl, dass man mit der ab dieser Säge hier sehr viel angenehmer, leichter durchs Material durchkommt. Kommen wir zur nächsten Sache. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber es ist auch so eine kleine Evolution, die ich richtig cool finde. Hier die 55er Version, R und F, haben den alten Handgriff. Genau dieser Handgriff, der hat Jahrhunderte gefühlt gut funktioniert, also wirklich lange gut funktioniert. Man hat ihn in der Hand, kann die Säge wunderbar führen. Top. Ich hätte nicht gedacht, dass es besser geht, aber es ging. Und zwar bei der 60er ist es so, dass der Griff hier wirklich etwas anders geformt ist und man den noch besser greifen kann. Also für meine Hände ist der wirklich so, wenn das hier 90% waren, und das war völlig okay, ist das hier so 100%. Du greifst es noch besser, kannst es noch besser führen. Eine Kleinigkeit, finde ich aber sehr cool. Nächstes Thema ist das Thema Schnitttiefe und da wird es auch ein bisschen verrückt, aber sehr interessant. TS55 steht für Tauchsäge mit 55 mm Schnitttiefe. Egal ob R oder F, 55 mm Schnitttiefe. Kannst du nachmessen, ist so. 55 mm ist okay, das sind Sägen, eigentlich Tauchsägen sind eigentlich Sägen, um Plattenmaterialien zu schneiden. Und du hast echt selten Plattenmaterialien mit einer Stärke von über 50 mm. Warum 50 mm? Obwohl sie 55 schaffen, mit der Führungsschiene, was ja das natürliche Terrain einer Tauchsäge ist, mit der Führungsschiene zu arbeiten, musst du 5 mm abschneiden oder abziehen. Dann hast du hier 50 mm, 50 mm und kannst eigentlich nicht weiter runter. Und wir reden jetzt davon, maximal runter ausgefahren, die Tiefe, die du hier jetzt zur Verfügung hast. Also hier 55 mm, 55 mm in der maximalen Tiefe ohne Schiene. Und wo ist jetzt das Problem, wenn man sagt, ja, Plattenmaterialien, wann sind die schon so mal so dick? Ganz einfach, es gibt zwei Momente, wo du ein Problem haben könntest. Und ich auch schon hatte. Nummer eins, du willst eine Bohle auftrennen. So eine Standard-Echtholzbohle, sagt man so 50 mm. Und bei 50 mm bekommt man erstmal garantiert 50 mm. Können auch gerne mal so 52 sein. Ich selbst habe sehr häufig bei mir aus dem Holzgroßhandel bekomme ich 55 bis 57 mm sogar, wenn ich eine 50er kaufe. Jetzt haben wir schon zwei Probleme. Nummer eins, wenn du eine Standardmaß hast, bekommst du bis 52 mm, hast du hier keine Chance mehr, bleiben 2 mm stehen. Wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt keine Schiene mehr und mache das so, bekommst du es meistens dann durch. Aber das, was ich kaufe, hat häufig so 55, 56, 57 mm, bleiben wieder 2 mm stehen, wenn ich eben keine Führungsschiene, sondern wenn ich mir so einen Anschlag baue. Das ist schon mal doof. Das heißt also, Echtholzbohlen, große Bohlen auftrennen, damit keine Chance. Nächstes Thema Nummer zwei ist, wenn man sowas wie dicke Siebdruckplatten hat oder Multiplexplatten, 50 mm, haben die durchaus Schwankungen in der Dicke. Das heißt also, sie können durchaus auch ein bisschen dicker sein. Es kann so 1 mm bis zu 2 mm, naja, das zwei habe ich noch nicht, aber 1 bis 1,5 mm können die mal wirklich schwanken in der Dicke. So, jetzt nimmst du das Ganze auf der Schiene, habe ich gemacht, und dann blieb wirklich 1 mm unten stehen. Und das war eine Siebdruckplatte, das heißt, es ist ganz hässlich abgebrochen. Oh, habe ich mich geärgert. Ja? Können die Sägen nichts für, die sind dafür nicht gemacht, beziehungsweise es sind super, super Sägen, aber naja. Das geht halt nicht. Und jetzt kommen wir zu TS60. Ich muss sagen, ich verstehe nicht so richtig, warum sie den Namen genommen haben, denn das ist zu defensiv. Die TS60 kann nicht 60 mm Schnitttiefe, sondern offiziell angegeben ist sie mit 62 mm Schnitttiefe. Das heißt, Säge genommen, voll ausgefahren. Hier 62 mm Schnitttiefe, schon mal sehr cool. Wenn du aber nachmisst, würde ich behaupten, mit dem Sägeblatt, also wie ich vorhin gemessen habe, sind es eher 63 bis sogar 64 mm. Wenn du also diese Säge nimmst und nimmst jetzt deine Schiene, ja, dann hast du immer noch garantiert zumindest 57 mm Schnitttiefe. Boah, das ist der Hammer. So wie ich vorhin gemessen habe, eigentlich sogar 59 mm Schnitttiefe. Das ist echt amtlich, ordentlich und das ist einer der größten Unterschiede der Sägen. Aber wie hat Festus eigentlich geschafft, jetzt so tief runterzukommen auf über 62 mm? Ganz einfach. Sie haben zwei Dinge angewandt. Nummer eins, es ist so, dass wir hier bei der 55er Serie bei beiden einen Sägeblattdurchmesser haben von 160 mm.
Hier bei der TS60 haben wir 168 mm. Das heißt, das ist wirklich ein größeres Sägeblatt. Das ist wichtig, wenn du Sägeblätter kaufst. TS60, 168 mm Durchmesser. Das zweite ist, hier bei der TS60 siehst du, dass hier der Boden, ihr seht das so, schaut mal hier, hier ist ein Loch drin und der Motor geht fast bis durch den Boden durch. Hier schließt er mit dem Boden ab an der Stelle und das, ihr seht also, die Welle ist so weit unten, dass sie schon fast auf dem Material aufliegt, um die maximale Tiefe zu gewährleisten. Und wo wir gerade beim Sägeblatt sind, und ich habe ja vorhin gesagt, immer wieder leichte Evolutionsschritte eins weiter. Und das ist so, dass der Sägeblattwechsel bei der 55er, da war es so, ich ziehe das hier hoch, klappe es ein und dann kann ich das Sägeblatt wechseln. Dazu lege ich es auf die Seite, hatte aber hier so einen kippligen Stand. Da war jetzt hier so, naja, ja, man musste schon halten an der Stelle und dann konnte man das wechseln. Fest hat sich gedacht, nö, das geht doch viel besser. Und zwar bei der TS60 siehst du hier, das ist gerade. Dadurch kannst du das hier ziehen, einrasten. Und sie steht perfekt auf der Stelle und ich kann jetzt wunderbar wechseln. Ist das wirklich wichtig? Nö. Ist das richtig cool? Ja. Aber jetzt kommen wir mal wirklich zum Elefanten im Raum. 70% mehr Leistung? Was ist denn hier los? Und ich sage euch, das merkt ihr. Und das merkt ihr so brutal, das ist der Hammer. Aber warum eigentlich 70%? Weil diese Säge, die 55er, ja, beide, sind angegeben mit 1200 Watt. Okay. Die TS60 ist angegeben mit 1500 Watt. Das sind doch keine 70%. Hä, was soll denn das? Moment. Das sind ja 1200 oder 1500 Watt, ist die Eingangsleistung, was reingeht in den Motor. Nicht, wie er das umsetzt und wie viel Energie wirklich nachher in der Welle ankommen. Weil das ist ein Riesenunterschied. Und jetzt wirst du gleich total erstaunt sein, was denn hier los? Denn bei der 60er, bei der neuen Säge, haben wir einen bürstenlosen Motor. Und das ist wichtig, wir haben ein kabelgebundenes Gerät mit einem bürstenlosen Motor. Das ist total ungewöhnlich, das gibt es fast nirgendwo. In der Regel sind nur Akkugeräte bürstenlos. Der große Vorteil von einem bürstenlosen Motor ist, er hat eine viel höhere Effizienz. Das heißt, er setzt die Energie, die reinkommt, viel zu einem höheren Wirkungsgrad um in die Leistung, die in der Welle ankommt. Nämlich hier entsteht auch nicht so viel Wärme und so weiter und so fort. Jetzt lass uns das mal wirklich rein mathematisch mal auseinandernehmen. Ein Bürstenmotor, hat einen Wirkungsgrad irgendwo in so einem Bereich zwischen 50% und 70%. Festool gibt keine offiziellen Angaben raus zu beiden Motoren, aber wir können das mal so grob schätzen. Also zwischen 50% und 70%, sagen wir mal 60%. Wenn wir hier also 1200 Watt haben mit 60% wirklich effektive Leistung, die ankommt, sind wir bei 720 Watt. Hier haben wir einen bürstenlosen Motor mit 1500 Watt. Und wenn wir das Ganze uns anschauen, Motoren, die bürstenlos sind, haben in der Regel 80% Effizienz. Teilweise sogar bis zu 90%. Aber wir sind mal nicht so offensiv. Da haben wir 80%. Da sind wir hier bei 1200 Watt. Und wenn du das anschaust, so um die 720 Watt zu 1200 Watt, bist du bei 66% bis 70% mehr Leistung, die du wirklich hier zur Verfügung hast. Wenn du das jetzt zusätzlich nochmal nimmst, zur alten TS55R ist der Unterschied noch größer. Also wirklich unfassbar. Ich würde sagen eher 100% größer, weil hier hast du noch das alte Sägeblatt mit 2,2 mm Stärke. Hier hast du das neue Sägeblatt mit 1,8 mm Stärke. Hier hast du den alten Motor mit 1200 Watt, also effektiv so um die 700, vielleicht 800 Watt. Hier hast du 1200 Watt aufwärts, die du echt wirklich zur Verfügung hast. Das ist so viel mehr Leistung und das spürst du, das merkst du in jedem Schnitt. Und zusätzlich haben wir noch ein anderes Thema, und zwar das Thema Motordrehzahl, was noch dazu beiträgt, dass du mit der Säge noch besser durchkommst. Und zwar die Drehzahl ist bei der Säge um einiges höher. Die Leerlaufdrehzahl bei der alten, bei der 55er, ich habe es mir extra aufgeschrieben, sind 2000 Umdrehungen. Bei der hier sind es schon 3000 Umdrehungen. Zusätzlich ist aber so, die maximale Drehzahl, wenn du so richtig loslegen willst, sind hier 6800 Umdrehungen, bei der alten waren es nur 5800. Und all das, das mündet darin, dass du ein komplett, aber wirklich komplett anderes Sägeerlebnis hast. Mit der TS60, wenn du da durch Material durchgehst, da gleitest du viel eher durch. Du hast auch weniger Ausrisse, du kommst viel mehr durch, du brauchst kaum noch Kraft. Das ist so ein
Ja, du musst schon wirklich aufpassen, nicht zu schnell durchzugehen. Am liebsten würde ich euch das mal wirklich in die Hand geben und jedem mal sagen, oh, probiert das mal aus. Aber glaubt mir, es ist mega geil. Jetzt kommen wir wieder zu einer Sache, die etwas sehr Großes, aber doch sehr Kleines. Und jetzt musst du wirklich genau aufpassen, dass du mit deiner Säge nicht gegebenenfalls ein Problem hast oder ein Problem machst. Warum? Wir haben wirklich ja verschiedene Sägeblattstärken zwischen diesen drei Sägen. Und es geht jetzt um das Thema Spaltkeil oder nicht vorhandenen Spaltkeil. Fangen wir mal erstmal an. Die TS55R hier hat einen Spaltkeil. Die TS55F Master Edition hat hier einen Spaltkeil. Die TS60 hat keinen Spaltkeil mehr, sondern hat hier hinten so einen, also einen kleinen, das ist kein Keil, sondern das ist ein Kickback-Schutz. Das heißt, die TS60 hat keinen Spaltkeil mehr. Warum nicht? Weil ich der Meinung bin, so richtig braucht man den eigentlich nicht. Das ist mal ein separates Thema. Soll ich zum Thema Spaltkeil mal eine extra Folge machen, wo ich dir, euch wirklich alles zum Thema Spaltkeil nochmal sage? Schreibt es dann gerne unten in die Kommentare. Das heißt, hier haben wir keinen Spaltkeil, sondern das Thema Kickback. Kommen wir gleich nochmal dazu. Aber Folgendes ist wichtig. Wenn du jetzt Folgendes machst, sagst, ja, ach guck mal, meine TS55, die gebe ich jetzt bei meinem Nachbarn. Aber du hast jetzt noch TS55R, gebe ich meinem Nachbarn. Aber ich habe jetzt ja noch Sägeblätter und kaufst dir einer dieser beiden Sägen. Keine Chance. Diese Blätter von der TS55R sind nicht kompatibel zu diesen beiden Sägen. Warum? Auch nicht zu TS55F. Weil das hier hat 2,2 mm ein breites Blatt. Jetzt haben wir hier aber Folgendes. Hier haben wir ein dünnere Blatt, 1,8 mm. Der Spaltkeil ist auch 1,8 mm. Wenn du also ein altes Blatt von dort nimmst, ist es dicker und der Spaltkeil passt nicht mehr in deinen Schnitt. Das macht gar keinen Sinn. Ja? Theoretisch kannst du es benutzen, der Spaltkeil würde dann immer hier eingefahren bleiben und du kannst damit arbeiten. Aber irgendwie der Sinn der Sache ist das Ganze nicht. Hier geht es weiter. Hier hast du ja irgendwie gar keinen Sinn, macht das Ganze ja gar keinen Sinn mehr, weil du brauchst hier einen 168er Blatt. Sonst ist der Sinn dieser Säge einfach weg. Ja? Du kannst aber auch nicht von einem 55er mit 1,8 mm hier hin wechseln, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob die Bohrung passt. Ist aber auch egal. Du willst hier auf jeden Fall 168er Blatt drauf machen. Kommen wir jetzt mal zum nicht vorhandenen Spaltkeil, sondern zu diesem kleinen Schnuppi hier. Zu diesem Kontaktsteg eigentlich. Das ist ein Kickback-Schutz. Das heißt, wir haben hier ein Anti-Kickback eingebaut oder Anti-Kickback-Schutz oder Kickback-Control, wie auch immer. Wir haben hier Folgendes: Wenn wir zu schnell eintauchen, wenn wir also richtig schnell Kontakt kriegen, dann ist es so, dass wir eine sehr schnelle Bewegung nach unten machen und das löst aus und sagt die Säge, okay, oh, und stoppt das Sägeblatt so, sofort so, bam, richtig, richtig schnell. Und dadurch ist es so, dass wir tauchen ein und dann fliegt es nicht nach hinten. Weil das könnte natürlich passieren, wenn die Säge unwahrscheinlich viel Kraft hat, was diese hat. Du tauchst ein und machst, dann haut es dir nach hinten. Das passiert mit der Säge nicht. Du hast so ein sehr kontrolliertes Eintauchen und Eintauchen machst du, boop, bleibt sofort innerhalb von, ich weiß nicht, eine Viertelsekunde, Zehntelsekunde stehen und du hast keinen Schaden an der Säge. Das Wichtige ist, das Ganze ist wartungsfrei. Natürlich, also wartungsfrei an der Maschine. Sie sagen, die Welle hat dort kein Problem, aber je nachdem, was du machst, wie das Ganze passiert, guck dir immer mal bitte das Sägeblatt an. Es könnte natürlich sein, dass in extremen Situationen das Sägeblatt Schaden nimmt. Extrem. Ich habe es noch nie gehabt, aber es könnte theoretisch sein. Das Zweite ist aber auch, wenn du zu schnell jetzt hier hochnimmst und das hier den Kontakt verliert, also der kleine Kontaktpunkt hier, dann merkt er das auch und möchte einfach dafür sorgen, dass du keinen Kickback hast, stoppt den Motor und so weiter und so fort. Ist also ein wichtiges Sicherheitsfeature und macht die Säge halt noch ein Stück sicherer. Finde ich richtig gut. Eine wichtige Frage ist natürlich, passen die Sägen auf die Schiene? Also brauche ich auch eine neue Schiene? Nein, ja, jein. Also erst einmal, das ist die Standardschiene und alle Sägen passen da drauf. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Wir haben hier die 55R. Klappt, die 55F klappt und auch hier die 60er klappt auch. Was interessant ist, dass die 60er, und ich kann genau gar nicht sagen, woran das liegt, aber die 60er gleitet noch mal besser. Also die reine Gleitfähigkeit der 60er ist echt noch mal ein bisschen schöner. Die sind alle perfekt eingestellt auf die Schiene, aber mega.
Wichtig ist Folgendes, wenn ihr zwischen den Sägen wechselt und sagt, eure Schiene behalte ich, dann achtet darauf, dass ihr das nochmal neu einsägt. Wenn bei euch das Sägeblatt einen Tick weiter rausguckt als bei der alten Säge, dann einfach schauen, dass du den Gummi unten neu kaufst, wieder ankleben und dann kannst du die Schiene nochmal neu benutzen. Das Gummi ist ein Ersatzteil, kannst du benutzen. Also weiter verwenden, einfach kaufen. So, wichtiges Thema, richtig, richtig wichtig, kann ich jedem nur ans Herz legen, kaufen, kaufen, kaufen. Und zwar das Thema hier, Kappschiene. Wenn du jetzt hier so eine Säge hast und kannst du normalerweise hast einen Balken, ja, dann kannst du den Balken längs auftrennen, wenn du so ein bisschen die Hilfskonstruktion machen, aber quer, der Balken liegt jetzt so auftrennen mit einer Kappsäge, also mit einer Tauchsäge, fast nicht möglich. Dafür gibt es aber diese Kappschiene. Die ging normalerweise bis jetzt, da steht auch extra hier drauf, bei der HK55 EBQ, dafür ist diese Kappschiene gedacht. Nämlich, du kannst sie ansetzen, ich mache es hier nämlich auch mal, Moment, so, setz sie an, so, und kannst dann entsprechend arbeiten, kannst hier entlang sägen. Du kannst hier, schaut mal hier, ihr habt hier auch Gradangaben, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich brauche 10 Grad Winkel, zack, stell es mir hier auf 10 Grad ein, mach das Ganze fest, oder damit ihr es auch seht, dass ein bisschen mehr ist, also auf 30 Grad, mach es fest, lege es an, so, hab hier 30 Grad und kann jetzt hier 30 Grad sägen. Gerade wenn ihr auch so einen Balken habt, den ihr einfach so machen wollt oder Überblattungen sägen wollt, dann geht das hiermit wunderbar. Das ging aber nicht mit der TS55. Die war einfach nicht in der Lage, das aufzunehmen, beziehungsweise der Fuß hatte das nicht. Die TS60 kann das. Bei der TS60 kannst du ihn nehmen, hier einfach einführen und du kannst damit arbeiten. Und jetzt kannst du ihn nehmen, ansetzen, sägen. Und für die Überblattung ein bisschen zur Seite gehen, ansetzen, sägen. Ansetzen, sägen. Oder du kannst halt auch sagen, okay, ich nehme jetzt hier meine, keine Ahnung, 45 Grad und kann jetzt hier entsprechend so und 45 Grad absägen. Denkt dran, das ist nicht dafür gedacht, jetzt immer das als Kappschiene, also als Schienenersatz zu nehmen, wobei man aber sagen muss, es gibt diese Kappschiene, ja, schon auch in größeren Längen, ist echt eine Überlegung wert, aber das fest so gesagt hat, so, wir wollen jetzt richtig kompatibel nach unten werden, finde ich mega, mega gut, mega Idee, mega super. Und das Ding hier hat schon so oft uns geholfen, möchte ich auf keinen Fall mehr missen. Und deswegen haben wir die HK55 sehr häufig hier im Einsatz gehabt. Jetzt mit der TS60 brauche ich eigentlich gar nicht mehr, nimm nur noch die. Und neben den großen Sachen wie eine Kappschiene haben wir auch immer wieder kleine Dinge, die aber einen riesen Unterschied machen in der täglichen Benutzung. Nämlich, du hast ja hier das abnehmbare Kabel. Und hier wurde bei der TS60 wurden zwei Dinge gemacht, die ich wirklich gut finde. Bei der TS55, egal ob F oder R, war der Anschluss hier unten. Du hast das hier rangesetzt, so, hier rangesetzt und hast das dann so und hast dann gedreht. Und schau mal hier auf meine Finger, wie weit die hier unten sind. Ich komme hier kaum dazwischen, drehe das jetzt, so, und jetzt ist es dran. Das ist das eine, das wurde massiv, oh, jetzt muss ich mal gucken, so, dass ich das ändere. Das wurde massiv geändert. Hier ist es dort an der Stelle. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach das hier einsetzen und jetzt einfach drehen. Ich habe nicht mehr das Problem, dass meine Finger da unten einklemmen. Das andere ist, jetzt wurde hier hinten ein ganz kleiner Haken gebaut. Und zwar hier ran, so. Und jetzt ist es so, wenn ihr jetzt mal euch das anschaut, wenn ich auf der Schiene arbeite, geht der Strom ja, hier neben der Schiene entlang und nicht mehr, wie es in der Vergangenheit war, hier hinten, dass er sich hier teilweise verfangen hat, hier drin war, manchmal war er auch hier drin, hat sich dann hier so reingezwirbelt und dann hat er Zug gemacht. Das macht er nicht mehr, das sind so Kleinigkeiten, dass es hier war und dann geht's. Was hat man früher gemacht? Man hat das Kabel genommen, hat sich so über die Schulter geworfen, das geht alles, ohne Probleme. Aber das ist ein kleines Plasteteil, kostet nichts. Ein paar kleine Millimeter, aber das hier macht einen echten Unterschied. Ich wollte nicht unbedingt was Negatives zu TS60 sagen. Und zwar, die ist doch viel schwerer, das kann doch gar nicht sein, weil der Tisch hier ist so massiv, der ist massiver gebaut, das Gehäuse sieht größer aus, bürstloser Motor, hier alles irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen da. Und habe gesagt, so, das Ding ist schwerer. Naja, wenn ich es in die Hand nehme, fühlt sich das nicht so an. Und ja, wir haben es gemessen. Die beiden Sägen sind bis auf weniger Gramm fast gleich. Das heißt also, obwohl die Säge so viel an so vielen Stellen besser ist als die TS55F oder R, sie wiegen das Gleiche.
Kommen wir zu einer weiteren kleinen Evolution. Nicht wirklich wichtig, aber cool, dass sie es geändert haben. Und zwar die Verstellung auf minus 1 bzw. 47 Grad. Bei der 55er ist das so schon sehr gut gelöst. Überhaupt kein Problem. Ich stelle das Ganze hier zur Seite, bin bei 45 Grad. Ich ziehe in den Hebel und bin bei 47 Grad. Kein Thema. Oder ich ziehe diesen Hebel und kann auf minus 1 Grad runter. Das ist gut gelöst, alles kein Problem, funktioniert. Bei der TS60 ist es einfach nur noch besser. Bei der 60er haben wir diesen kleinen Hebel nicht mehr, sondern sie haben gesagt, wir brauchen hier eine Verstärkung, wir wollen das stärker und kräftiger haben. Deswegen haben sie es etwas anders umgesetzt. Und zwar für minus 1 hast du hier einen kleinen Hebel, den du drückst, dann fällt sie runter auf minus 1 Grad. Super intuitiv und vor allem, du siehst sogar physisch, was hier passiert. Das ist echt gut. Klack und runter. Dann ist so für 47 Grad, musst du nicht mehr nach hinten und hier ein bisschen rumfummeln, sondern auch für 47 Grad hast du hier den Hebel, den ziehst du runter und kommst auf 47 Grad. Echt cool gelöst. Festo gibt auch an, dass bei der TS60 die Absaugung nochmal verbessert wurde, die Strömung nochmal verbessert wurde. Habe ich so nicht festgestellt oder habe ich kaum festgestellt. Ich habe aber keinen Detailtest gemacht. Bei der 55er war die Absaugung schon super, bei der 60er scheint sie etwas besser zu sein, aber wie viel besser, weiß ich nicht. Schreib gerne in die Kommentare, wenn du der Meinung bist oder wenn du es mal getestet haben willst. Dann mache ich hier, keine Ahnung, 100 Schnitte und gucke mal, wie viel dann drumherum liegen bleibt. Was ist aber jetzt ein wichtiger Unterschied, den wir noch nicht gesagt haben? Das ist das Thema Preis. Was ist denn eigentlich der Unterschied? Jetzt würde man sagen, ja, also zwischen der und der liegen so 200, 300 Euro. Nein, überhaupt nicht. Und zwar ist es so, bei der 55er haben wir einen Preis von 55F Master Edition, haben wir einen Preis von knapp über 500 Euro. 500, 515 Euro so um den Dreh haben wir hier bei der. Bei der 60er haben wir einen Preis von etwa 585 Euro. Also so um die 70 Euro Unterschied. Es können auch 600 Euro mal sein, je nachdem, wenn du das Video schaust. Schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du einen ehrlichen Preisvergleich. Oder geh am besten auf gotools.de, da findest du jeweils die aktuellen Preise zu dem Ganzen. Und da kannst du einfach mal vorbeischauen und dir mal anschauen, wo wir gerade stehen. Wenn wir uns das aber anschauen, hier zwischen liegen 70 Euro, da würde ich nicht im Kern drüber nachdenken. Ich würde auf jeden Fall die neue nehmen, die TS60, weil sie eben so viel mehr Bums hat, so viel mehr neuen Funktionen hat, so viel mehr Kraft, so viel Innovation da drin ist. Ich kann die Kappschiene benutzen und so weiter und so fort. Deswegen auf jeden Fall diese Säge. Jetzt warum habe ich aber die R noch hier stehen? Die gibt es auch noch. Die ist aber vom Preis her irgendwo so bei 550 bis 570 Euro auch aktuell angesiedelt. Wahrscheinlich, weil es davon nur noch letzte Modelle im Markt gibt und die nicht mehr so häufig verfügbar ist. Vielleicht gibt es sie auch zum Zeitpunkt, wo du das Video schaust, schon gar nicht mehr. So sind wir jetzt eigentlich alle Änderungen durch, die ich relevant finde. Und du schreibst mal bitte unter in die Kommentare, welche Säge würdest du denn nehmen? Und sagst du TS60 oder hast du schon eine TS60? Was ist deine Erfahrung damit, wenn du schon mal eine andere hattest? Oder allgemein, was waren hier mit deiner Erfahrung? Ich hätte jetzt noch viel mehr aufführen können, dass wir noch viel mehr kleine Details hier anders sind. Zum Beispiel hier die Tiefenbegrenzung ist hier nochmal anders gelöst. Auch die Feinjustierung ist hier etwas anders, aber gut gelöst. Ich finde das jetzt ja so neutral zu der anderen, die fand ich auch schon super und so weiter und so fort. Da würde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, weil es reicht, glaube ich, in der Tiefe, was wir heute durchgegangen sind und die wesentlichen Sachen haben wir. Wenn wir das vergessen haben, unten in die Kommentare, dann pinne ich das ganz oben an. Ich freue mich aber, dass wir hier jetzt wirklich mal den großen Service gemacht haben bei den Sägen für euch. Ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.